Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medias 2. Wie ihr wisst, haben wir ja in der letzten Folge den Atommüll weggebracht. Und heute werden wir was für erneuerbare Energie tun. Habt auch schon mal eine kleine Tour rausgesucht. Was das ist, werdet ihr gleich sehen. So, heute dreht es sich um einen Windradflügel, den wir von Dortmund nach Hannover fahren. Ja, ich weiß, wir haben hier keine Schwerlastzugmaschine. Aber das Teil wiegt 34 Tonnen. Ich habe extra einen anderen Motor eingebaut. 730er. Das sollte eigentlich, hoffentlich gehen. Da werden wir wahrscheinlich keine Probleme kriegen. Nur bei der nächsten Tour, die wir machen, da werden wir dann zusammen eine Schwerlastzugmaschine bauen. Weil da habe ich schon eine gute Idee, was wir dann transportieren. So, würde ich sagen, fahren wir auch schon los. Halt, stopp. Halt, stopp. Ohne die Spaßleuchten geht's nicht. So, und umleuchten an. Mal kurz rundschauen. Alles an, alles dran. Alles klar, ab geht's. Unsere zwei Begleitautos werden wahrscheinlich wieder an der Straße warten. Wunderbar, und wie ihr seht, haben wir heute ein bisschen Winter hier im Spiel. Da hat es wohl auch gut geschneit. Schon ein ziemlich langes Geschoss jetzt. Nachdem wir ja den ganzen Atommüll weggebracht haben, müssen wir jetzt auch was für erneuerbare Energien tun. Deshalb fahren wir heute mal. Oh, wieder rutscht. Heute mal ein Windrad. Übel, natürlich. Ah, das schafft er ja, die 34 Tonnen. Die zieht er ja so weg. Ach, da vorne ist schon der Günther. Der Günther fährt schon los. Komm ja schon. Nur mit der Ruhe. So, schauen wir uns das mal nochmal von außen an. Wie es so mitläuft. Sieht schon stark aus. Ja, heute ist mal wieder mit der SP-Logistik unterwegs. Wow. Upsala. Das war nicht der Plan. Aber ist ja nochmal gut gegangen. Wir sollten uns auch aufs Fahren konzentrieren und nicht so viel schauen. Ja, ich warte noch auf den Skin für die Schwerlastzugmaschine von dem Mitgründer dieser Firma. Der Günther gibt das sich heute mal Mühe hier vorne dran, ey. Mein lieber Mann. Die nächste Ladung, die wir fahren, wiegt 74 Tonnen. So viel kann ich euch schon mal erzählen.
Und da wäre es schon sinnvoll, eine Schwerlastzugmaschine zu haben. Bevor wir dann hier stehen und nichts funktioniert. Wenn ihr auch eine Spedition sucht, könnt ihr euch gerne bewerben. Den Link mache ich wieder in die Videobeschreibung, falls ihr Bock drauf habt. Das Ganze läuft über Truxbook. Die Links und so sind auch alle auf der Internetseite, die ich euch verlinke. Aufpassen, nicht, dass wir dem noch gleich hier drauf remmeln, wenn er wieder bremst. Aber vielleicht ist er heute mal bei der Sache. Manchmal bremst er einfach. Er hat dann immer zu viel Schnaps hier soffe. Ja, aus dem Weg. Dicke Emma ist wieder am Start heute. Rot müssen wir ja nicht halten beim Schwertransport. Wenn wir einfach so drüber kesseln. Oh, abbiegen. Mahlzeit. Die stehen ohne Jacke draußen im Schnee. Läuft bei denen. Ach, das sind wir auch schon in Kassel. In der nächsten Folge wird es noch was Cooles geben. Wird die Welt etwas anders aussehen, aber ihr werdet es ja sehen. Uhrwechsel steht bevor. Muss mal wieder warten. Der vordere drüben ist, dann dürfen wir auch. Immer zu früh rüber, können wir die Ladung verlieren, ne, wenn wir den Anweisungen nicht befolgen. Aber alles im Griff. Fährt er wieder vor. Bin da, gib Gas. Jetzt müssen wir schon wieder aufs Begleitfahrzeug warten, ey. Ist er schon wieder eingeschlafen, dem Günther, sein Kollege? Also, so geht das nicht. Kriegt gleich erstmal eine Abmahnung. Der ist wirklich eingepennt. Das gibt es doch nicht. Oh, es tut sich was. Okay, gib Gas. Los. Hallo. Yeehaw. Dann haben wir die Innenansicht, sonst haben wir ihn doch noch gehimmelt. Kommen wir eine Teile an.
Ja, ist okay. Gib Gas. Ja. Es ist immer. Ich schau mal die Ausfahrt raus, wenn du das hinmachst. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Mal jetzt Warnblinker nachher oder was? Hello. Ja, fahr. Hallo. Ja, das war jetzt nicht der Plan. Der wartet bestimmt jetzt, bis hier das Auto und der Bus vorbei ist. Ab. Fahrt. Machen wir mal halt Stau. Was soll's? Nur weil der Günther mal nochmal nicht aufpasst. Nee, 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 nee. Schönen Stau verursacht. Was? Aufliegerschaden 1%? Ich hab gar nichts getan. Ja, was ist denn jetzt schon wieder? Irgendwas ist hier faul. Wir kriegen die ganze Zeit Aufliegerschaden. Setzen wir auf. Merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Läuft ja richtig heute, würde ich sagen. Günther, gib Gas, wir sind auf Autobahn. Nee, 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 nee. Das ist ein schickes Interieur, finde ich. Ne? Sau gut. Der schöne Gardinchen und so. Perfekt. Oh, er hat das Gaspedal gefunden. Oder auch nicht. Komm, Junge, so viel Schnee ist nicht auf der Bahn. Brauchen wir nicht zu stehen hier. Müssten ja auch dann bald in Hannover ankommen. Wenn nichts dazwischen kommt. Weil Günther tut heute merkwürdige Dinge. Jetzt muss er ein bisschen ziehen. Radarkontrolle, ja. So schnell sind wir ja nicht. So schnell werden wir auch nicht. Ah, für die nächste Folge. Habe ich mir schon was Gutes überlegt. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Das wird ein gutes Video. Eine schöne Tour. Ja, guck mal, ey, wie die fahren im Spiegel, ey. Schön auf der dritten Bahn, da wird gekesselt, ey. Als drauf. Da wird gemacht. Seid froh, dass ich Schwertransport dran habe. Sonst hätte ich mitgespielt, Jungs.
Oh, das gibt ein typisches Elefantenrennen. Weil von den beiden ist keiner schneller. Wie es aussieht. Oh, Kampfer. Wunderbar, und er bleibt also auf der dritten Spur. Stand da jemand auf der Brücke? Oh ja. Hello! So, mal gespannt, ob es jetzt reibungslos klappt. Wir fahren da noch. Hannover. Fahren wir noch nicht hier ab. Kollege. Oh ne, hier noch nicht. Noch eine weiter. Komm schon! Das gibt wieder nix. Sauber. Die kapische das nicht. Da macht der Warnblinker an. Jetzt gibt es ein bisschen längeren Stau wie vorhin. Da. Meine Güte. Muss ich nachher mit denen mal ein ernstes Wörtchen reden. So kann das nicht weitergehen. Der Flügel muss heute noch ankommen, nicht morgen. Aber dann jetzt. Müssten doch eigentlich gleich da sein. Oder dreht er heute noch eine extra Runde? Letztes Mal, das Video wird ein bisschen länger gehen. Frag mich, warum wir nicht abgefahren sind. Wären wir halt durch Hannover gefahren. Oder? Wenn das seine Kollege stand am Straßenrand. Oh je, wenn jetzt Auto käme. Gas. Komm, Günther ist frei. Das Kacheln. Bin da, alles gut da vorne. Warum bremst du denn? Ja, schon mal der Kaffee über die Buchs geschüttet. Ja und gib Gas. Wir sind ja gleich da. Wunderbar. Da, pass auf, ist glatt.
Da mal in den Spiegel gucken. Sonst küttert nix. So, sind wir auch schon gleich da. Zum Glück. Binder braucht dringend eine Pause, merke ich. Natürlich würde ich mich wieder über ein Däumchen freuen, ein paar Kommentare, ein Abo. Das wäre echt der Hit. Wie gesagt, nächste Folge wird spannend. Bin auch schon sehr gespannt drauf. Ja, danke Günther, bis zum nächsten Mal. Hau rein. Mich wundert's nur, warum fahren wir das in Steinbruch? Wollen die da wohl ein Windrad aufstellen? Die sind cool drauf hier wohl. So, dann haben wir es geschafft. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin.